Hallo, liebe Freunde, zu einem Let's Talk, das schon sehr lange eigentlich fertig ist. Das letzte habe ich, glaube ich, vor über einem Monat gemacht. Wahrscheinlich habe ich euch nichts zum Sagen gehabt. Ich war in den letzten Monaten auch wahrscheinlich eher so in diesem: Oh mein Gott, ich mag überhaupt nichts mehr machen. Schulmodus, ihr kennt das sicher alle, weil die meisten von den Leuten, die mir zuschauen, sind ja eher kleine Kinder, die keine Ahnung von nichts haben. Und deswegen ihre gerne irgendwelche dummen Let's Plays anschauen. Nicht, dass meine Let's Plays so super wären. Nichtsdestotrotz gibt es den einen oder anderen, der schon die eine oder andere Folge von mir gesehen haben. Ja, wie ihr ja wisst, laufen bei mir derzeit drei Let's Plays, also zwei Strategiespiele und ein Rollenspiel. Ich werde das auch weiter behalten, so, wobei ich mit dem einen Strategiespiel, nämlich mit Card Hunter, jetzt dann bald fertig bin. Also das Spiel ist nicht durchgespielt, aber es ist jetzt nicht so großartig, dass ich mir vorgenommen habe, es nicht viel länger zu machen. Und nach Card Hunter werde ich wieder zu meinen Ursprüngen zurückgehen. Das heißt, ich werde nochmal eine Folge Victoria aufnehmen. Erstens, weil ich Victoria gern spiele. Und zweitens, weil ich was ausprobieren will, was ich eigentlich noch nie ausprobiert habe in dem Spiel. Nämlich, ich nenne das Projekt Indien. Ich werde versuchen, mit Punjab Indien zu gründen. Schauen wir mal, ob das funktionieren wird. Ja, wie die meisten meiner Hörer oder Seher habe ich auch jetzt Urlaub. Das ist sehr angenehm. Als Lehrer hat man da einige Vorteile. Man hat nämlich auch Ferien, so wie die Schüler, obwohl das ja eigentlich nur unterrichtsfreie Zeit ist. Das sind kein Urlaub oder Ferien oder so, sondern man muss schon viel tun. Mache ich auch. Jeden Tag in der Früh wecke ich meine Kinder mit den Worten: Lernt was! Sonst wird nichts aus euch. Oder sowas in die Richtung. Ich hoffe, eure Eltern machen das auch mit euch. Ja. Aber dadurch, dass ich unterrichtsfreie Zeit habe, werde ich auch Wien wieder ein wenig verlassen. Das heißt, wir werden uns eine Weile nicht sehen. Die nächsten 2 Wochen werde ich nur sehr sporadisch Zugang zum Internet haben und deswegen werde ich wahrscheinlich auch in den nächsten 2 Wochen keine Videos hochladen. Das heißt, dass die 2 Videos, die ich heute mitsamt dieses Let's Plays hochstelle, nämlich ein Video von Arcanum und eines aus der XCOM-Reihe, werden die letzten in einer langen, langen Zeit sein, in der ihr Videos von mir sehen werdet. Ja, weiß ich nicht genau, ob euch das interessiert oder nicht. Ich sag's euch jetzt nochmal. Jo, das war's zu meiner Internetpräsenz. Ganz kurz noch zu meiner Lehrerpräsenz. Ihr drei Wappler, die ihr bei mir VWA schreibt, fangt bitte an zu schreiben. In 2 Wochen oder so, spätestens. Ja? Hört ihr mich? Schaut ihr das an? Das will ich doch hoffen, dass ihr das macht. Ich habe euch jetzt nicht wirklich Wappler genannt. Das war nur liebevoll. Um euch zu zeigen, dass ich daran teilhabe, dass ihr existiert. Außerdem will ich nicht schlecht dastehen, wenn ihr so eine miese Arbeit abliefert. Es geht also hauptsächlich um mich, nicht um euch. Ich will aber auch weniger Arbeit haben dann nächstes Jahr. Ah ja, also es geht wirklich um mich und nicht um euch. Der Vorteil ist, ihr werdet dann auch weniger Arbeit haben im nächsten Jahr. Das heißt, obwohl ihr etwas tut, was mir gut tut, tut ihr auch etwas, das euch gut tut. Also bitte schreibt eure VWA fertig in diesen Ferien. Die Ferien sind kürzer, als man denkt. Ihr solltet nicht darüber nachdenken, dass es 2 Monate sind, die ihr habt, sondern eher, dass ihr nur noch etwa 50 Tage habt bis zum Ende der Ferien. Habt ihr jetzt mehr Angst? Das will ich hoffen. Na gut, noch in eigener Sache ganz kurz. Ich habe letztens ein Spiel reviewed, nämlich Funkenschlag. Ja, da, ich habe da jetzt nur den Deckel. Und zwar nicht Funkenschlag, sondern Funkenschlag das Kartenspiel. Ich weiß nicht, wer von euch Brettspiele oder ähnliches spielt. Funkenschlag ist in der Brettspiel-Community ein extrem weit verbreitetes und ein ziemlich gutes Brettspiel. Da ist jetzt eine Kartenspielvariante, also für all jene, die nicht die Möglichkeit haben, große
Spielbretter irgendwo aufzuteilen, ist das vielleicht eine nette Option. Wie schon gesagt, meine Rezension findet ihr auf Frisch gespielt. Die findet ihr dieses Mal sogar online. Den Link dazu findet ihr unten, da unten in der Beschreibung. Ja, nur ganz kurz, worum geht's bei Funkenschlag? Ihr seid Kraftwerksbesitzer bzw. halt irgendein Konsortium, so wie die EVN oder der Verbund oder so irgendwas. Ihr kauft Kraftwerke. Das ist ein gutes Kraftwerk, weil es grün ist. Oder Kraftwerke. Das ist ein schlechtes Kraftwerk, weil es schwarz ist. Naja, also auf den Umweltaspekt wird hier wenig eingegangen. Auf jeden Fall, ihr kauft diese Kraftwerke und müsst sie in irgendeiner Form betreiben. Dafür braucht ihr Rohstoffe, die diese Kraftwerke fressen. Und wenn ihr sie betrieben habt, bringen sie euch das Geld, was hier drunter steht. Da drunter steht, wie viel sie bringen, wenn ihr es betreiben könnt. Wenn ihr nämlich nicht den Rohstoff habt, könnt ihr es nicht betreiben. Also kein Geld. Auf jeden Fall geht das halt eine Weile. Ihr kauft Kraftwerke und am Schluss wird dann geschaut, wer hat die besten Kraftwerke bzw. wer hat die meisten Punkte. Eigentlich eh so wie die meisten anderen Spiele auch. Jo, das war Funkenschlag im Großen und Ganzen ganz kurz als Videoerklärung erklärt. So, dann bleibt mir nur noch über, euch zu sagen, ihr Wappler, schaut euch nicht mehr meine Videos an, was ihr eh nicht tut mittlerweile, was ich gut finde. Jo. Das ist ein Standalone Let's Talk, weil ich jetzt schon über 6 Minuten rede und ich möchte das nicht irgendwo dranhängen. Deswegen wünsche ich euch nicht viel Spaß mit der Folge von XY, das danach kommt, weil danach eben nichts mehr kommen wird. Papa.